reden wir mittlerweile über das Thema Connected BIM. Das heißt, eine große Wertschöpfung liegt eigentlich heute darin, dass wir Daten, die zum einen da sind, miteinander verknüpfen können und Wertschöpfung draus betreiben können. Und generell das Aufbrechen von Silos. Also wenn wir sagen Connected BIM, das bedeutet halt einfach, wir müssen eine Umgebung schaffen, wo alle Planungsbeteiligten oder Projektbeteiligten auf Datenbestände zugreifen können. Und das ist ein großes Thema. Also da haben wir auch einen Schwerpunkt dieses Jahr, dass wir uns da hinpositionieren mit den Technologien. Ich sage jetzt mal, das geht von Bestandserfassung auf der einen Seite, Reality Capture, wie wir Daten umwandeln können in intelligente, nutzbare Daten, bis hin dann eigentlich, dass wir sagen, wenn wir eine Plattform haben, wo Daten bereit sind, dann können halt alle Planungsbeteiligte solche Daten auch noch systematischer auswerten. Und dann sind wir beim Thema, wo Planung auch ergänzt wird durch das Thema Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Und dann nochmal den Bogen zum Thema Smart Cities, wo wir halt eben auch in der Partnerschaft zusammen mit Esri eine große Möglichkeit sehen, ein Leadership-Beispiel in die Branche reinzubringen, wie wir Daten bereitstellen, dass halt Städte daran Wertschöpfung betreiben können. Das kann eine bessere Infrastrukturplanung sein, das kann eine bessere Lösung von ich sage jetzt mal, verkehrstechnischen Fragestellungen sein, gerade in Ballungszentren. Das können bessere Bürgerservices sein. Also da sehen wir einen ganz großen Schwerpunkt. Und da glauben wir auch, dass wir gute Beispiele jetzt im September auf der Intergeo dabei haben werden. Das Thema Digitalisierung ist ja so ein Schlagwort, wo viele gar nicht mehr, also so, wo man alles drunter verstehen kann. Ich glaube, was ganz spannend ist, einfach wenn man das runterbricht auf praktische Projekte, was sind die Anwendungsfälle? Wir haben jetzt in Deutschland zum Beispiel, haben Kunden von uns hier bei der Planung der A99, bei der Wegeführung von einer Autobauplanung eben BIM-Wertschöpfung verbunden mit einer GIS-Wertschöpfung. Und da kann man, wie gesagt, die Umweltplanung optimieren. Man kann halt schauen, dass man Gesichtspunkte berücksichtigt, wenn es darum geht, zum Beispiel lärmtechnische Fragestellungen bei der Autobahn zu berücksichtigen und dergleichen. Es gibt auch andere Beispiele. Wir sind ja hier gar nicht weit weg von Bamberg, wo die Stadt Bamberg schon eigentlich vor 3 oder 4 Jahren eben unterschiedliche Daten integriert hat, um bei der ICE-Trassenplanung eine Transparenz zu schaffen, was kommt auf die Bürger zu. Und ich glaube, die Herausforderung liegt dann auch, dass jeder Nutzer von diesen Technologien, ob das jetzt Städte sind, die bessere Bürgerservices machen, dass sie einfach klare Fragestellungen formulieren, welche Probleme sollen gelöst werden mit Technologie. Wir sprechen eigentlich heute über Connected BIM. Und wenn wir das beziehen halt hier auf die Intergeo, bringen wir halt einmal raumbezogene Daten mit bauwerksbezogenen Daten zusammen in, ich sage jetzt mal, Use Cases, die dann daraus generiert werden. Das kann eine optimierte Umweltplanung sein, das können aber eben Themen sein wie eine optimierte Energieeffizienz, eine optimierte Kostenplanung. Das sind Teilaspekte und darüber hinaus spielt halt auch eine Rolle, dass wir Daten stärker vernetzen müssen. Und da spielt eben das Thema Cloud eine ganz große Rolle. Also das verbindende Element ist dann die Cloud, die Datenhaltung über die Cloud und die Nutzbarmachung dieser Informationen. Und das ist für uns Connected BIM. Und dann eben die Möglichkeit, diese Daten auch auswerten zu können. Und ich sage jetzt mal auch für zukünftige Projekte wieder nutzbar zu machen.